liebe Kolleginnen und Kollegen, freue mich sehr, dass Sie sich für das Thema Sexualmedizin in der Weiterbildung zugeschaltet haben. Sie haben ja den großen Vorteil, dass Sie sich ausnahmsweise in der Prüfungsvorbereitung nicht entscheiden müssen zwischen Lernen und Sex. Heute kriegen Sie für die nächste beiden oder ungefähr dreiviertel Stunde etwa beides. Nach der üblichen Offenlegung von nicht vorhandenen Interessenskonflikten habe ich Ihnen ein anatomisches Präparat eines Männerhirns mitgebracht, das Sie sich vielleicht kurz betrachten und ein bisschen verinnerlichen. Und damit Sie den Unterschied zur weiblichen Sexualität gut verstehen, habe ich Ihnen noch dieses Slide mitgebracht. Und ich glaube, dann sind wir auch schon fertig mit der Sexualmedizin. Nein, natürlich nicht. Ein bisschen komplizierter ist die Welt der Sexualität dann doch. Warum tun wir uns mit der Sexualmedizin so schwer? Der Kollege Balint hat 1980 schon Folgendes gesagt. Nirgends sind die Schwierigkeiten, denen sich ein Arzt gegenüber sieht, so groß wie auf sexuellem Gebiet. Sobald er mit irgendeinem damit in Beziehung stehenden Problem zu tun hat, kann er nicht umhin, seine eigenen Ansichten und Überzeugungen darüber zu enthüllen. Gesamtgefüge spielen unterschiedlichste Hormone eine Rolle, die Sie alle kennen. Das Dopamin kommt in der Gynäkologie ja eher selten vor, aber Testosteron, Oxytocin und Prolaktin sind sicher Dinge, die Ihnen bekannt sind. Und dazu gibt es natürlich reichlich Störfaktoren, die diesen ganzen Zyklus torpedieren. Auch der schlechte Liebhaber ist mittlerweile in der wissenschaftlichen Diskussion. Das Multitasking, das heißt nicht fokussieren können, ist ein sehr häufiges Problem. Wie definieren wir also eine Sexualstörung? Eine Sexualstörung liegt vor, wenn die von einem Menschen gewünschte oder ersehnte Sexualität derart von der real gelebten Sexualität entfernt ist, dass der Mensch darunter leidet und Hilfe braucht. Nähern wir uns mal den vier großen Störungen, Funktionsstörungen zumindest, in der Sexualmedizin an. Das ist die Lust- oder Appetenzstörungen, die Erregungsstörungen, die Orgasmusstörungen und die Schmerzstörungen. Meistens ist es eine multifaktorielle Ursache, also es ist selten so, dass man sagt, das ist der eine Grund und mit der entsprechenden Beseitigung dieser Ursache habe ich das Problem gelöst. Da spielen in der Regel mehrere Dinge eine Rolle und deswegen ist die Therapie auch in der Regel aufwendiger. Wenn wir nach hormonellen Ursachen suchen, finden wir meistens, wenn überhaupt, nur etwas im Bereich des Testosterons oder der Schilddrüse. Die erektile Dysfunktion ist in der Regel relativ einfach zu behandeln. Wenn nicht eine schwere Störung dahinter steckt, kann man platt sagen, an der Hydraulik können wir gut arbeiten, auch medikamentös. Während die Ejaculatio Praecox eine doch sehr aufwendige Therapie ist, wo auch eventuell paar- und tiefenpsychologische Interventionen notwendig ist. In diesem Zusammenhang immer nachzufragen, welche Bedeutung der Orgasmus für den Einzelnen oder für das Paar hat. In unserer Gesellschaft ist es eben leider so, dass der Orgasmus ja ein Muss ist, wahrscheinlich heißt er deswegen so, und das einen unendlichen Stress auslöst. Das heißt, eine Begegnung als unverständlich empfunden wird oder der Partner oder die Partnerin als nicht gut empfunden wird, wenn nicht beide einen Orgasmus haben. Pathogenese ist völlig unklar. Man weiß, dass es zu einem Einsprossen von Schmerzfasern kommt. Das kann man anatomisch dann bei diesen Patienten nachweisen.